weiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Also dann, Bob. Du, Buddel und Rollo, ihr macht den neuen Straßenabschnitt fertig. Und ich bringe die Maschine für die Straßenmarkierung mit. Sehr gut, Rumpel. Mit der malen wir eine weiße Linie auf die Straße, damit alle wissen, dass das eine Hauptstraße ist. Also, wenn ihr fertig seid, geht's los. Könnt ihr das schaffen? Jo, wir schaffen das! Da wären wir. Rollo, ich möchte, dass du den Straßenbelag da schön glatt machst. Alles klar, bin schon dabei. Buddel, du hilfst mir, die Straßenmarkierungsmaschine abzuladen. Mach ich, Bob. Und jetzt müssen wir die Maschine noch mit einer weißen Spezialfarbe auffüllen. Gut, sobald Rollo fertig ist, bringen wir die weiße Mittellinie an. Oh, das macht bestimmt Spaß. Viel Spaß sogar. Hallo, Bobs Baugeschäft? Oh, hallo, Frau Töpfer. Was kann ich für Sie tun? Oh, große Güte. Wissen Sie was? Ich komme gleich vorbei und bringe das in Ordnung. Das dauert keine 5 Minuten. Nein, das ist kein Problem. Ich komme rum. Bis gleich. Komm, Buddel. Wir müssen schnell zu Frau Töpfer und eine Kleinigkeit reparieren. Spring auf, Bob! Wir sind gleich wieder da. Ist gut, Bob. Ich bin hier. Oder nicht? Oh, das wird lustig. Rumpel, Rumpel, oh, da bist du ja. Bauer Gurke braucht dich unten am Teich. Er hat gesagt, es wäre sehr dringend. Oh, dann mache ich mich schleunigst auf den Weg. Bis später, Rollo. Alles klar, Rumpel. Oh nein, nein, Rumpel, Rumpel, halt an. Du malst lauter krumme Linien auf die Straße. So was Dummes, ich muss versuchen, ihn einzuholen. Na du, wo will Rumpel denn so schnell hin? Oh nein, was macht er denn? Ich muss Bob unbedingt anrufen. Jemand muss Rumpel aufhalten. Rollo! Rollo! Fahr den Trecker danach. Das versuche ich ja gerade. Ich versuch's ja. Bobs Baugeschäft? Oh, hallo, Bauer Gurke. Oh nein. Weiße Farbe? Überall? Oh nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich sage Bob sofort Bescheid. Danke. Ja, auf Wiedersehen. So, das wär's, Frau Töpfer. Ihr Zaun ist wieder heil. Oh, danke, Bob. Ich hatte nämlich Angst, dass mein Hund durch das Loch auf die Straße läuft. Entschuldigen Sie bitte, Frau Töpfer. Hier ist Bobs Baugeschäft. Oh, hallo, Wendy. Die Maschine für die Straßenmarkierung? Was, die hängt an Rumpel dran? Weiße Linien überall?
Du große Güte. Wir sind schon unterwegs, Wendy. Keine Sorge. Entschuldigen Sie, Frau Töpfer, ich muss los. Ein Notfall, wissen Sie? Oh, schon gut. Haben Sie vielen Dank, Bob. Bis bald. Halt doch an! Fahr so schnell du kannst, Buddel. Wir müssen Rumpel aufhalten, bevor er die ganze Stadt weiß anstreicht. Rumpel! Rumpel, fahr nicht so schnell! Ich bin ganz aus der Puste. Mach schon, Buddel! Gib Gas! Ich habe schon den höchsten Gang eingelegt und fahre so schnell ich kann. Oh! Oh, ist das lustig! Pass auf, Buddel! Oh nein, das darf nicht wahr sein! Jetzt seht euch bloß diesen Schweinkram an! Das tut mir leid, aber das ist nicht meine Schuld, Bob. Ich wusste nicht, dass ich die Straßenmarkierungsmaschine hinter mir herziehe. Ich dachte, das wäre mein Anhänger. Keine Ahnung, wer mir die dran gehängt hat. Ehrlich. Ich habe versucht, ihn anzuhalten, aber er fuhr einfach zu schnell. Knolle hat mir gesagt, Bauer Gurke würde mich ganz dringend am Teich brauchen. Hat er das? Knolle? Knolle, komm da sofort raus, hörst du? Und jetzt, mein Lieber, erzähl uns mal, was du von der ganzen Sache weißt. Ich? Gar nichts. Und wer hat die Straßenmarkierungsmaschine an Rumpel angehängt? Ich geb's ja zu, ich war's, Bob. Es sollte wirklich nur ein Spaß sein. Ich hab's nicht böse gemeint, glaubt mir. Wie's aussieht, hast du jetzt einiges wieder sauber zu machen. Hab ich recht, Bob? Das glaube ich auch, Bauer Gurke. Tut mir leid, Bob. Knolle macht sich sofort an die Arbeit. Oh, meine Knie tun mir weh. Tja, weißt du, da hilft alles nichts. Du musst so lange weiterschrubben, bis alles weg ist. Richtig, und für alle anderen ist jetzt Feierabend. Ja, wiedersehen, Knolle. Wiedersehen. Dass ihr wieder da seid. Habt ihr Rumpel gefunden? Ja, ja, was ist passiert? Erzählt schon, ich bin so gespannt. Erzählt schon. Tja, wisst ihr, es war Knolle, Wendy und er... Und die Straßenmarkierungsmaschine. Und Bob hat zu mir gesagt, fahr schneller. Und der Wind rauschte nur so an uns vorbei. Ich kann dir sagen, das war vielleicht ein Gefühl. Wir sind gerast wie die Wilden. Also ehrlich, so schnell war ich... Moment, einer nach dem anderen. Oh, zu schade. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte die ganzen Aufregungen und den Spaß miterlebt. Ha ha ha!